Strahlend wie ein schöner Traum steht vor uns der Weihnachtsbaum. Seht nur, wie sich goldenes Licht auf den zarten Kugeln bricht. Frohe Weihnacht klingt es leise und ein Stern geht auf die Reise. Leuchtet hell vom Himmelszelt hinunter auf die ganze Welt. Nun leuchten wieder die Weihnachtskerzen und wecken Freude in allen Herzen. Ihr lieben Eltern in diesen Tagen, was sollen wir singen, was sollen wir sagen? Wir wollen euch wünschen zum heiligen Feste, vom Schönen das Schönste, vom Guten das Beste. Wir wollen euch danken für alle Gaben und wollen euch immer noch lieber haben. O schöne, herrliche Weihnachtszeit, was bringst du Lust und Fröhlichkeit? Wenn der heilige Christ in jedem Haus teilt seine lieben Gaben aus. Und ist das Häuschen noch so klein, so kommt der heilige Christ hinein. Und alle sind ihm lieb wie die Seinen, die Armen und Reichen, die Großen und Kleinen. Der heilige Christ an alle denkt, ein jedes wird von ihm beschenkt. Drum lasst uns freuen und dankbar sein, er dankt auch unser, mein und dein. Und damit, meine lieben Löwen, wünsche ich euch eine wunderschöne Weihnachtszeit. Es wird wahrscheinlich das härteste Weihnachten aller Zeiten werden. Und wahrscheinlich auch das härteste Silvester aller Zeiten lesen. Wahrscheinlich wird es das härteste Weihnachtsfest aller Zeiten lesen, Leon. Es wird dieses Jahr wahrscheinlich das härteste Weihnachten aller Zeiten werden. Nicht nur das härteste... Ja moin, da fällt einfach mal mein Football runter. Mann, ey. Wer hat denn dir jetzt gesagt, dass du hier runterfallen sollst? Miami Dolphins Ball. Bleib genau da stehen. Die haben übrigens ihr wichtiges Spiel gewonnen. Die kommen Richtung Playoff. Aber das hat mit dem Video gerade eigentlich gar nichts zu tun. Ja. Wo war ich stehen geblieben? Es wird, wie gesagt, wahrscheinlich das härteste Weihnachtsfest der letzten Jahre werden. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr richtig in Weihnachtsstimmung seid, ob ihr so im Weihnachtsfieber seid. Ich finde, so die Stimmung kommt dieses Jahr gar nicht so richtig rüber, gerade durch Corona. Gut, wir haben zwar einen Weihnachtsbaum und alles mögliche, aber es fehlt mal wieder der Schnee. Wie die letzten gefühlt 10 Jahre auch. Ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal Schnee zu Weihnachten haben. Könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wann es bei euch zum letzten Mal an Weihnachten geschneit hat. Hinzu kommt jetzt eben noch Corona, dass man sich nicht wirklich noch mit Freunden richtig treffen kann, eigentlich so nur mit dem Familienkreis. Dann darf man nach 9 und nicht mehr draußen sein. Das haben wir an Weihnachten eigentlich auch oft gemacht, dass wir dann teilweise auch noch draußen waren. Aber das kannst du dieses Jahr alles vergessen. Ja, aber an der Stelle, Freunde, ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Weihnachtszeit. Macht das Beste draus. Genießt einfach Weihnachten. Lasst euch schön beschenken. Bleibt gesund. Das ist in diesen Tagen, Wochen, Monaten, in diesem Jahr vor allem das Wichtigste momentan. Wir werden uns auf jeden Fall nochmal sehen zu Weihnachten. Wir werden uns auf jeden Fall nochmal sehen zu Weihnachten. Alles klar, Leon. Vielleicht ist heute Weihnachten, ne? Sprachen lernen, Bubble. Wir werden uns auf jeden Fall nochmal zu Silvester sehen, wollte ich sagen, Freunde. Denn da habe ich noch ein ganz besonderes Video. Denn ich treffe mich nach langer Zeit mal wieder mit einem Abonnenten und werde mit ihm ein Jahresabschlussvideo drehen. Mega geile Idee, finde ich persönlich. Vielleicht könnt ihr euch ja noch an das letzte Video erinnern. Das ist schon 2 Jahre her, glaube ich. 3 Jahre vielleicht sogar, wo ich mal eine Abonnentin von mir in München besucht habe. Hier nochmal ein kurzer Ausschnitt. Okay, jetzt leg's mal hin. Warte. Film mal. Stehst du noch ein bisschen zu weit vorne? Ja. Da waren wir Longboarden und Bouldern und ich habe mich bei beiden nicht sonderlich clever angestellt. Ist auf jeden Fall mega lustig geworden. Das Video verlinke ich euch mal unten in der Videobeschreibung. Checkt auf jeden Fall mal aus, wenn dieses Video hier beendet ist und ihr das hier fertig geguckt habt. Schaut in die Videobeschreibung vorbei, da sind die beiden Videos verlinkt. War so unfassbar lustig eigentlich, aber auch total dumm. Und da ich das einfach so lange nicht mehr gemacht habe, dachte ich mir, ey komm, triffst du mal wieder einen Abonnenten, machst so ein Video mit dem zusammen. Einfach ein paar Videos drehen, mal schauen, wie viele wir schaffen. Eins davon wird dann auf jeden Fall an Silvester online kommen und da habe ich mega Bock drauf, so ein schönes, ja, 2020 Abschlussvideo zu machen. Ist mega geil.
Und ja, was es für ein Video sein wird, werde ich nicht verraten. Das soll noch eine kleine Überraschung bleiben, aber ihr könnt euch auf jeden Fall drauf freuen. Aber ich wollte dieses Video gar nicht zu lang machen, sondern euch einfach kurz schöne Weihnachten wünschen. Bleibt gesund, Freunde. Feiert schön mit der Familie. Lasst euch schön besenken, Alter. Sprachen lernen, Bubble. Aber ich wollte dieses Video gar nicht so lang machen. Ich wollte euch einfach nur schöne Weihnachtsgrüße mitgeben. Feiert schön mit der Familie, lasst euch schön beschenken. Beschenken, Alter, was ist denn heute los mit meinem Deutsch, verdammte Kacke? Sprachen lernen, Bubble. Aber ich wollte das Video auch gar nicht zu lange halten, sondern ich wollte euch einfach eine besinnliche Weihnachtszeit wünschen. Feiert schön mit eurer Familie, lasst euch schön beschenken. Bleibt gesund in diesen Tagen, Wochen, Monaten. Das ist ja momentan ganz wichtig. Das habe ich zwar vorhin schon erwähnt, aber ich denke, man kann es sich oft genug sagen, Freunde. Und mit den Worten würde ich sagen, habe ich nichts mehr anderes übrig zu sagen, außer ich habe fertig. Frohe Weihnachten, bis Silvester, Freunde. Macht's gut und ciao.